Was geht ab? Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Lang ist es her und heute endlich das ersehnte Wheelie Tutorial. Heute das Wheelie Tutorial endlich mit der Aerox. Viele haben sich gewünscht und auch echt lang drauf gewartet. Ich hatte es ja schon mehrmals angekündigt und ist immer was dazwischen gekommen. Jetzt war das Wetter scheiße, deswegen kam jetzt ein bisschen länger kein Video. Aber heute fahren wir wieder. Sind natürlich am Spot mit den Jungs. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also warte, wir fangen jetzt erstmal an mit, was braucht man alles für einen Wheelie? Ihr braucht auf jeden Fall eine vernünftige Hinterradbremse, die einen guten Druckpunkt hat am besten. Ist egal eigentlich, ob Trommel oder Scheibe. Trommel ist meistens sogar noch am besten, weil die sich vorher ankündigt, wenn die zu heiß läuft. Wenn ihr eine Aerox habt, empfehle ich euch, nehmt die Wave-Scheibe vom Motorforce. Ich mache ein Video. So. Wenn ihr eine Aerox fahrt, empfehle ich euch, oder generell Scheibenbremse, diese Wave von Motorforce zu holen und die Stage 6, die orangenen Beläge zu holen für hinten. Ist auf jeden Fall sehr gut. Am besten ist es, wenn ihr euren Roller schon was länger gefahren seid. Und schon ein bisschen Vertrauen in den Roller habt und so wisst, so wann der bremst, ne, wo der Druckpunkt ungefähr ist. Und dann fangt ihr erstmal an, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, langsam üben. Heißt, ihr guckt so ungefähr, wann ihr den Roller am besten hochbekommt. Das ist so meistens kurz vorm Reso-Bereich. Und dann zieht ihr den Roller hoch. Es kommt darauf an, wie viel Kubik ihr fahrt. Wenn ihr 70 fahrt, dann braucht ihr meistens nicht viel dran reißen, aber ein bisschen. Und wenn ihr 50 Kubik fahrt, dann steht ihr am besten mal so auf und schmeißt euch so auf die Sitzbank, öffnet das Gas in dem Moment und macht halt erstmal so Hopser. Gewöhnt euch erstmal an die Bremse, macht erstmal so und dann mit Bremse wieder runterbringen. So, da kommt ihr ein bisschen härter mal, meistens vorne auf, aber immer so und die Bremse ziehen, ja, dass ihr dann praktisch ungefähr im Gefühl habt, wo greift die Bremse, wie ist das Gefühl, wenn das Vorderrad nach oben kommt, und so tastet ihr euch dann immer weiter ran. Wenn ihr 70 Kubik fahrt, müsst ihr natürlich mehr aufpassen mit der Bremse. Am besten immer erstmal zwei Finger an der Bremse haben, weil so könnt ihr euch noch an dem Griff festhalten und habt genügend Druck für die Bremse. Und ich habe das halt, ehrlich gesagt, ich habe so gelernt, wie ich es gerade erklärt habe. Ne? Also es ist gar nicht so schwer. Ihr müsst halt auch erstmal checken, so, wenn ihr die Bremse könnt, kann euch nichts passieren. Die Bremse bringt euch immer wieder zurück. Und ihr werdet wahrscheinlich ganz am Anfang denken, so, wenn ihr so einen Hopsler gemacht habt, dass ihr so hoch wart und es fast Kipppunkt war. Nee, das geht noch viel, viel weiter. Und wenn ihr dann das mit der Bremse raus habt, dann zieht ihr hoch und versucht die oben zu halten. Ja? Immer mit der Bremse gucken, wenn ihr weiter nach hinten geht und euch das nicht zusagt, dann drückt lieber die Bremse, dass ihr wieder nach unten kommt. Und probiert das nochmal. Und so tastet ihr euch immer weiter ran, immer weiter, bis ihr es halt irgendwann raus habt. Und dann heißt es praktisch üben, üben, üben. Die ganze Zeit üben, weil man lernt praktisch so gut wie nie aus. Ihr werdet immer merken, dass ihr immer besser werdet. Und irgendwann fangt ihr an, mit den Beinen das Gleichgewicht auszudistanzieren und sowas. Das kommt aber von ganz automatisch. Oder dass ihr dann mal den Fuß so im Wheelie rausstreckt, auch ganz normal. Also jetzt zeige ich euch mal, wie der Profi das macht, ne? Spaß. So, und dann merkt ihr, wann der Kipppunkt auch kommt. Das ist der Moment, wenn ihr keine Bremse braucht und der Roller halt praktisch
einer Höhe praktisch bleibt. Habt ihr gesehen mit dem Fuß? Das war gerade, der Roller zieht nach rechts. Ich tue den Fuß nach links raus, um halt zu versuchen, wieder gerade zu kommen. Und irgendwann könnt ihr dann anfangen, wenn ihr das mit den langsamen Wheelies drauf habt, könnt ihr anfangen, schnellere Wheelies zu machen. Dann gebt ihr ein bisschen Gas und reißt mal richtig am Lenker. Natürlich immer mit der Bremse kontrollieren, ne? Immer an die Bremse denken. Und irgendwann habt ihr dann auch schnelle Wheelies ganz easy draußen. Mein Federbein ist jetzt noch ein bisschen weich, deswegen brauche ich ein bisschen öfter die Bremse. So, das war jetzt ein schneller Wheelie. Also klar, ne, es geht immer schneller, aber das war jetzt das so, was die Aerox gerade hergegeben hat. Genau, und dann ist das praktisch einfach nur noch Umsetzungssache, wie ihr das umsetzt mit den Wheelies. Ich kann euch nur ans Herz legen, übt auf jeden Fall langsam und fahrt immer, auch wenn ihr es vielleicht jetzt gerade nicht macht und euch bald vornehmt, Wheelies zu lernen. Vielleicht fahrt ihr so im normalen Straßenverkehr. Ich sag euch, gewöhnt euch an, Voice Crack, gewöhnt euch an, immer zwei Finger an der Bremse zu fahren. Dann habt ihr das Gefühl und dann kommt euch das auch gar nicht vor, dass ihr aus Versehen mal so hochzieht und dann merkt ihr, oh scheiße, ich habe die Finger gar nicht an der Bremse und dann ist es vielleicht sogar schon zu spät. Deswegen fahrt im normalen Straßenverkehr immer einfach die zwei Finger hier oben auf den Hebel gelegt und gewöhnt euch dran, dass die immer da sind. Egal was ihr im Wheelie macht, die sind immer da. Nirgendwo anders, immer da. Ja, das Gefühl, das erste Mal, wenn ihr hinter den Kipppunkt kommt, das wird so weird sein. Das wird sich einfach anfühlen, als würdet ihr euch jetzt aufs Maul legen. Aber es ist einfach ganz safe. Und Aerox 50 Kubik Wheelen ist auch, natürlich ist es was schwieriger als mit 70 Kubik, aber es ist möglich. Ich kann euch mal ein Video einblenden hier, wo die Aerox nur auf 50 Kubik hatte. Da hatte die 50 Kubik einen 17,5er Vergaser und auch ein bisschen was an der Vario gemacht. Also da war eine Motoforce Racing Vario drin mit 5 Gramm Gewichten. Und keine Ahnung, frag mich nicht, was da für eine Kupplung drin war. Ich glaube sogar original. Aber es geht halt auch. Wenn ihr 70 Kubik umbaut, dann geht es natürlich leichter. Ich würde aber jedem empfehlen, vor allem mit Booster mit 50 Kubik zu lernen. Weil wenn ihr es mit 50 könnt, könnt ihr es auch ganz entspannt mit 70 Kubik. Meine Empfehlung für Wheelies lernen ist auf jeden Fall Booster. Es gibt natürlich auch noch andere leichte Roller, zum Beispiel wie eine Zip. Auch geil. Aber meiner Meinung nach Booster. Fürs Wheelie lernen Booster, definitiv. Entweder das alte Modell, die Next Generation, die Bump, ist scheißegal. Hauptsache es ist Minarelli stehend drin und leicht. Und dann könnt ihr euch eventuell, wenn ihr Bock drauf habt und euch denkt, ne, Booster ist langweilig geworden, auch eine Aerox holen und dann damit ein paar schnelle Wheelies reißen. Yeah.
Jungs, ihr könnt mir nicht sagen, dass Wheelies nicht einfach geil sind. Jeder guckt, wenn ihr mit dem Wheelie... Machen wir da nochmal ein Wheelie hier, ne? keiner kann sagen, dass Wheelies nicht geil sind. Also nicht geil sind. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme, ob euch das Video jetzt irgendwas gebracht hat, weiß ich nicht. I don't know. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ja, sage ich ja, schnell kriege ich den nicht hoch. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ja, Mitglied könnt ihr auch werden, ne? Habe ich ja schon die letzten Videos erwähnt. Kostet 1,99 im Monat, da habe ich so ein paar Videos hoch. Ah, die ist nicht auf den praktisch für die breite Masse sind, so sagen wir es mal. Ne? Genau, und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao! In den goldenen Tagen, da werden die Scheine gezählt. Bang, bang. Mach den Porsche Emblem. Wasch. Ficken das ganze System. Mach bitte keine Hektik, das ist kein Netflix. Drück durch, wenn die Karre auf weg ist. Ich stapel aufs Fluss auf dem Esstisch. Für die ganze Szene wird's ja zu hässlich.